Hi Leute, Hello. herzlich willkommen zur neuen Lost Place Tour auf unserem Kanal. Und zwar heute haben wir eine verlassene Schokoladenfabrik. Die ist schon seit ganz vielen Jahren verlassen und es soll wohl noch ganz, ganz viel drin zu sehen sein. Wir haben sie jetzt hier schon entdeckt und da gehen wir jetzt hin. Viel Spaß! Karl Mauterer, 1873 geboren, war Chefkoch von dem Fürst von Monaco. Dort ereignete sich ein tragischer Unfall mit schlimmen inneren Verletzungen, wo er diesen Beruf dort nicht mehr ausüben konnte. Zurück in der Heimat hat er sich ein Haus gebaut zum Genesen, mitten im Wald. 1899 eröffnete er das erste Reformhaus in Karlsruhe. 1910 hat er ein Kochbuch rausgebracht. 1912 ist dann die Fabrik Schwarzwaldwerk dort an seinem Haus entstanden. 1914 eröffnete er bereits das zweite Reformhaus. 1929 übernahm Ralf Mauterer, der Sohn, die Firma, wo er 1935 die Dr. Teinhards Firma. 1939 muss Ralf Mauterer in den Zweiten Weltkrieg ziehen und kommt dort in Gefangenschaft. Aber die Produktion geht weiter. 1962 bis 65 war Eigentümerin der Schwarzwaldwerke Elisabeth Maurer, seine Frau. Sie beschäftigte mittlerweile 90 Mitarbeiter. 1991 ist die Schwarzwaldfabrik geschlossen worden mit dem Tod von Ralf Mauterer. 2018 ist das ganze Grundstück versteigert worden für 108.000 Euro. Noch heute bekannt ist der Zuckerrübensirup aus dieser Firma, der heute unter dem Namen Grafschafter Goldsaft bekannt ist. Und hier haben wir jetzt ein Ruder. Ein Auto entdeckt. Guckt mal, so ein schöner alter Bulli. Wow. Aber der Tacho, da fehlt schon alles. Schade. Hier sind schon die ersten Schokoladen. Oh ja. Genau. Die Formen. Ja. Sind das so Muscheln? Sieht aus wie so Muscheln, ne? Und hier, was haben wir hier? Puffreis Puffer. Aus Naturreis. Und hier. Das ist die Firma Schwarzwaldwerk Reformware. Da hinten stehen noch ganz viele weitere Autos. Ich traue mich jetzt einfach mal hier rüber. Wow. Guck mal. Es war bestimmt mal so eine Garage hier, wo die alle drin standen. Oh ja, krass. Aber das ist doch angestürzt. Wahnsinn. Hier sieht man den Bulli noch mal schön von hinten. Ja, und das hier war wohl mal die Garage. Für die Autos. Eine Schande. Aber Holz. Hier läuft auch eine Bach durch das Gelände. Und da haben wir jetzt eine offene Tür entdeckt, da gehen wir jetzt rein. Na, hier geht's jetzt rein. Oh. Mal erst mal hier gucken. Guckt mal hier die Form für die Schokotafeln. Und hier Nougat-Creme, Pflanzenfett-Aufstrich. Schwarzwaldwerk
Mauterer. So, dann geht's jetzt hier. Ah, hier ist sehr, sehr dunkel. Oh ja. Hier die, das sind auch so, so Backformen oder sowas. Ja. Die einen schon total zerfressen. Das hier wird mal so ein zum Rühren gewesen sein. Also hier stehen noch alle Maschinen. Und hier ist so ein Aufzug oder sowas. Und die Jessica sucht. Ich suche die Schokolade. Willy Wonka, Willy Wonka. Oh krass, diese ganzen Holzschokoladen. Auch eine Maschine. Oh, guckt mal hier. Von so einem Osterhasen. Hier ist eine große Maschine. Guckt mal, Leute, hier steht noch mehr davon. Von diesem Nougat-Creme. Also das muss sehr bekannt gewesen sein. Da habe ich sehr viel drüber gelesen im Internet. Über diese Nougat-Creme. Hier ist auch noch von hier Rohrzucker-Kakao. Das ist auch von hier. Was ist, meinst du, da ist Schokolade drin? Vielleicht waren das mal so Kakaobohnen, ja. Ja. Okay. Guck mal, da steht eine ganze Palette von diesen Dosen. Total verrückt. Ja, das könnte schon Kakao gewesen sein. Sieht schon sehr nach Kakao. Ja. Und überall diese Verpackung noch auf dem Boden. Und wie immer das Plastik sieht aus wie nicht. Ja. Und alles voller diesen Dosen. Oh, das sind noch ganz viele Schokoladenformen. Hier. Von diesen Formen und tonnenweise dieser Dosen. Hier sind noch mehr davon. Na, was haben wir hier? Das ist auch eine Form. Oh. Krass. Das ist ein Fensterband hier. Oh ja, da sieht man noch das Band. Hier wird es wahrscheinlich reingepresst worden sein. In die Form. Ja. Ein Rührgerät. Oh ja. Sogar habe ich gerade beim Vorbeigehen gesehen, noch der Stecker dran. Und was für ein komischer. Hier ist auch so eine Maschine. Auch von dem Puffreis. Ist auch eine interessante Maschine. Oh, guckt mal, hier liegen noch alle möglichen Unterlagen. Oh, die sind ja ganz feucht. Douglas Transport. 4 Sack Nuropan. Schokoladenmaschine 100 Gramm. Von 1982. Nee. Hier steht 83. Ja, 2 Fässer Honig, Qualität Mexiko. Vereinbarte Fracht von 180 D-Mark. 83. Krass. Da gab es uns noch nicht. Nee. Lieferschein, Zeltglasfracht, Flachbeutel.
Oh, hier steht auch so ein Riesending. Guck mal hier, noch so eine ganz alte Schaufel. Hier ist auch alles Verpackungsmaterial. Hier ist die Verpackungsmaschine, wo das hier in die Tütchen abgefüllt wurde. Da ist hier die Rolle, wo die Tüten drauf sind. Sieht aus wie neu hier. Ja, ist einfach nur Plastik. Und das sieht aus, wie als wenn das gestern hergestellt wurde. Mhm. Aber hier hat auch schon mal jemand wohl versucht zu zündeln und sowas. Leider. Und was hier ja wohl bis vor ein paar Jahren noch war, dass die Maschinen wie hier jetzt alle noch mit Folie abgedeckt waren, weil die Betreiber wohl immer die Hoffnung hatten, das wieder in Betrieb zu nehmen. Hier nochmal in dieser großen Maschine, da sieht man, wie das gerührt wurde. Es hat sich gedreht. Aber hier ist sehr motrisch. Ich glaube, hier läuft ja die Bach unten drunter durch. Das war irgendwas mal hier mit Wasser betrieben. Und die Fenster. So, ja, das war zumindest mal hier der untere Teil. Sieht ja auch interessant aus. Mhm. Da ist bestimmt was mit Schokolade überzogen worden. Mhm. Dass die Pralinen hier auf dem Band gelaufen sind. Ja. Hier kam die Schokolade raus und die überflüssige ist da durch. Das glaube ich auch. Und hier unten ist dann bestimmt der Rest rausgelaufen. Ja. Und aufgefahren worden. Du suchst immer noch Reste, gell, von der Schokolade. Also ob die noch schmeckt. Guck mal, die Flasche. Ja, die hatte ich schon gesehen. Hast du die Fotografie? Nee. Was ist denn da drin? Die haben wir gerade entdeckt, da liegen noch so Ostereierformen. Ganz viel Formen. Jetzt geht sie auch noch hier hinter. Da stehen noch mehr Maschinen. Erstmal hier hinter. Ja, Fließbänder. Pumpe ein. Hier haben wir die Sicherungskästen an der Wand. Hier, das wird der Trockenraum gewesen sein. Hier stehen die, wo die Backbleche drauf kamen und hier Kühlschränke. Auch wieder ganz viel von den Dosen. Guck mal, hier sind die Backbleche. Sind die Backbleche reingeschoben worden.
Tür zu zum Abkühlen. Und hier an dem großen Fließband, guck mal, da steht noch so ein Hocker, da hat bestimmt einer gesessen und hat aussortiert. Ja. Und dann ist es da hinten rüber, und dann hat es da hinten einer auf die Bleche und in die Kühlschränke. Ach, hier ist das Dach. Ja, da ist so ein Rad, ich denke, das ist der Dieselmotor, der hier die ganzen Maschinen angetrieben hat. Das ist ein Gerät da unten. Und auch wieder hier von den Schokotafeln, das liegt hier wirklich überall. Auch Maschinen. Auch so ein Rührgerät. Auch. Das sind alles Rührgeräte. Ja. Oh Gott, das ist gruselig. Ein Kopfteil von einem alten Bett. Guck mal her, so eine riesige Walze. Vielleicht hat die Kakaobohnen zermalzt. Guck mal, alter Staubsauger. Oh ja. Hier eine auch zum Abfüllen und irgendwas. Und da hinten eine Spülmaschine sogar. Ja, das sind diese Eierformen, wo vorne auch schon lagen. Ja. Flarum-Fruchtzucker. Was haben wir hier hinten noch? Oh, hier geht's auch noch weiter. Ah, hier ist aber nichts. Hier ist ein leerer Raum. Da ist wieder Kakaopulver. Hier ist wieder nichts drin. Handgeschriebene Sachen. 79. Aber hier. Aline und Julia, ja. Insta, das hat. Das haben die nicht geschrieben. Das war irgendeine Stromanlage hier. Schreibst jetzt die Püffchens hin. Ich hab mir die Idee angeschaut. Soll ich? Ja. Aber hier steht noch was. Haselmus. 10 Kilo. Irgendwelche Berechnungen gemacht. Ah, guckt mal hier, die Apfel, wo die Schokolade drin geschmolzen wurde und abgefüllt wurde. Hier ist auch so eine, wo die Pralinen überzogen wurden. Das sieht man richtig, hier kam die Schokolade raus auf die Pralinen. Hier ist so eine alte Ameise und so ein Schubwagen, wie aus der Bergbahn. Good shit. Hier wurde bestimmt auch irgendwas gesehen. Ja, guck mal, hier liegt auch so ein Sieb. Oh ja. Irgendwie hier. Hier ist auch was gewalzt. Guck mal, hier steht auch noch Walze aus. Ach, krass.
Bestimmt auch Bonbons oder so, oder? Ja. Schokolade. Ja, ich glaube, die haben alles, was mit Schokolade zu tun hat, gemacht. Mhm. Hier, Kühlmaschine. Dann war das hier so ein Laufband, wo die gekühlt wurden. Ja. Dann ist das hier ein Kühlaggregat. Ich meine, woher soll man das auch wissen? So, jetzt sind wir hier, wo wir reingekommen sind vorhin. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal hoch. Hä? Ja. Gehen wir mal die Treppe hier hoch. Also hier sieht es sehr verfallen aus. Hier liegt Stroh. Warum liegt Stroh? Was? Ist ja wie eine Porn. Ja, vielleicht für Verpackung. Zum Auspolstern. Hier liegen noch Osterhasen. Verpackung. Und so Eier. Und der Rest vom Staubsauger. Ja, hier fehlt leider das oberste Stockwerk schon. Wow, guck mal, was ein antiker Kühlschrank. Oh, wow. Was liegt denn hier? Ingwer, Honig, Chili, Stäbchen mit Schokoladenüberzug. Schwarzwaldwerk Mauter, das kommt auch von hier. Mag ich ja gar nicht. Da eine Papierschneidemaschine. Auch so Platten, Reformhaus. Zum Pressen auf irgendwas. Oh, hier sieht's aber verwüstet aus, du. Oh ja. Das hier war wahrscheinlich das Lager oder Büro. Hier liegen noch alle Unterlagen. Honigpralinen mit echten Bienenhonig. Vanillekipferlform. Mandel-Tragee-Pralinen. Kokos-Krokant-Schokolade. Mauter feine Schokolade. Hier, guck mal, von diesen Marienkäfern. Ach, was. Die kennt ja auch jeder. Ja. Hier Formen von so kleinen Täfelchen und wahrscheinlich von diesen Erfrischungsstäbchen die Formen. Honigschokolade, Honigpralinen. Guck mal, was ein Tesafilm-Abroller. Wow. Hier Reformhaus Nuss-Nougat-Creme mit echter Bourbon-Vanille. Das sieht auch echt aus von 1970. Alle Verpackungen hier noch. Hier ist auch so ein Band. Puffreis mit Milchschokolade. Rohr. Guck mal, hier sind doch Bonbons. Rohrzuckerbonbons. Geil. Und die sind wirklich überall hier hergestellt worden. Vollmilch mit Fruchtstückchen. Hier von großen Eiern. Form. Und hier liegen ja wirklich noch alle Unterlagen. Schokokinak, Schokoindustrie. Februar 59. Hier ist Mannheim, den 1.7.55. Ja, hier ist auch eins, was uralt ist. Krass. Februar 59. Reformhaus Fruchtzucker zu Diabetes-Diät. Wahnsinn. In den 60er Jahren, das musst du dir noch vorstellen.
Oder hätten wir Weihnachtsmann? Zur Diabetes-Diät Fruchtzucker. Wahnsinn. Wow, guck mal, Reformhaus Cremepulver mit Fruchtzucker. Wahnsinn. Hier auch Reformhaus Cremepulver, eine Schokoladencreme. Kartonweise die Verpackung. Also auch der ganze Boden liegt hier voll. Hier haben sie wahrscheinlich irgendwelche Tests gemacht. Hier ist noch so eine ganz alte Kochplatte. Hier ist das alles. Puffreisblock, 100 Gramm. Die Zutaten. Hier, guckt euch das mal an. Wirklich noch kistenweise das Verpackungsmaterial. Wow, das ist ja noch ganz alt. Puddingpulver. Oh. Hier liegt noch ein Stempel. Na, da ist aber leider nichts mehr drauf. Hier sind ganz viele von diesen, wo unter diesen Marienkäfern sind. Knusperflocken Schokolade. Also die haben schon echt viel hergestellt. Hier, das sind auch so Tütchen. Die sahen ja schon modern aus. Schwarzwaldwerk. Und überall, also das hier muss wirklich der Kassenschlager gewesen sein, dieses Art hier. Nutella. Hier ist doch noch so eine, guck mal, da ist sogar noch der Inhalt drin. Echt? Darauf habe ich gewartet. Puddingpulver. Wollen wir uns daheim Pudding machen? Guck mal, hier sogar noch zu. Oh, guck mal. Der Weihnachtsmann. Das hier war bestimmt mal so eine Kasse. Oder so eine Rechenmaschine. Ja, richtig schön. Schokoladenpuddingpulver. Und wir haben sogar noch verpackte Sachen gefunden. Hier, dass es auch warm hatten hier drin, wurde sogar die Tasse da oben drauf gestellt, dass der Kaffee warm bleibt. Oh, das sieht ja nobel aus hier. Favorit, Vollmilch mit ganzen Nüssen. Mm. Wow. Hier ist auch noch ein alter Ordner. Vielleicht finden wir ja noch Rezepte. Wow. Hier auch vom 4. August 55. Hier sind noch Postkarten. Wow. Hier ist noch mal von diesem Favorit feine Schokolade. Guck mal, das sind Aufkleber. Die kleben sogar noch. Echt? Ja. Die kleben noch. Nach so vielen Jahren. Da hier im Nebenraum. Oh, hier sind Regale, das sieht gar nicht mehr so alt aus. Ja, stimmt. Aber alle in so einer Schräglage, dass man nicht so weit sich nach hinten bücken muss. Ja. Und hier sind wir im Raum, wo die ganzen alten Bücher sind. 78. Verrechnungskontos. Ist da auch ein Weihnachtsmann? Ja. Zeig mal. Die Pinker. Ach ja. Hier sind auch noch Bücher.
alte, ganz alte Lieferscheine und Rechnungen von 80. Und guckt euch mal das an, diese Schreibmaschine. Aber die tut nicht mehr. Ah, hier liegt noch mehr. Meuterer Kakao. Stark entölt. Für Großverbraucher und Familien Puddingpulver. Ausreichend für 10 Schokoladenspeisen. Hier ist noch eine Tafel Schokolade. Die sieht zwar mega widerlich aus, aber das ist noch eine. Geil. Jetzt sind wir hier nochmal bei dem Verpackungsmaterial und guckt mal hier, auch von einem Osterhasen eine Form. Hier liegt noch richtig viel. Leute, ich habe den Osterhasen gefunden. So, jetzt sind wir wieder aus diesem Bürolagerraum raus. Hier ist der Aufzug. Der Aufzugschacht. Leute, kurze Info. Da war jemand. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Hier ist aber alles zusammengebrochen. Für Diabetiker. Hier liegen auch noch die Osterhasenformen. Apfelschokolade. Die alten Maschinen. Mit Glitzerpapier. Das hier war, glaube ich, die Verpackungshalle. Hier ist alles verpackt worden. Mal Leute, wir haben was entdeckt. Hier nisten die Siebenschläfer. Guckt mal, wie süß. Das war aufregend gerade. Auf jeden Fall. Ja. Da ist einer mit dem Hund langgelaufen hinterm Haus und hat mit der Trillerpfeife gepfiffen und ey und oh, schnell versteckt ja. In dem Dreck. Erstmal alles nicht ausgemacht. Jetzt stehen wir auf jeden Fall hier davor, rauchen eine und dann gucken wir mal, ob wir noch in den Keller kommen. So Leute, Zigarettenpause beendet. Jetzt versuchen wir mal, darunter zu gehen. In den Keller. Noch sehe ich da nichts. Guckt mal hier eine Waage. Der Keller ist eigentlich nur ein langer Gang, wo Gerümpel drin steht. Mehr ist hier nicht. Und ein Loch mit Wasser. Und der Aufzug. Aber da hängen so von den Laufbändern wahrscheinlich
so Ersatzbänder. Aber das sind riesige Löcher überall im Boden. Und darf ich aber nicht drüber gehen. Das ist ja so. Hier fehlt nämlich eine Platte. Aber hier ist es ja relativ aufgeräumt. Hier stehen noch Maschinen. Wahrscheinlich die Heizung. Ah, hier ist das Förderband, was wir von oben gesehen haben. Krass. Hier geht's noch weiter. Wahrscheinlich Öltanks für die Heizung. Uralte Mäusefall. Ratatouille. Das wird mal ein Handfeger gewesen sein. Da hinten. Hier wird es, wenn alles so Ersatzteile und so Zeug gewesen sein. Hier die Kühlaggregate. Noch irgendein Schrank. Das sind alles Kühlaggregate und sowas, was halt so in so einem Keller ist. Ach ja, das Silo. Ja. Ah, die Heizung. Hier ist die Heizung. Das ist die alte Heizung, der Heizkessel. Ah, hier kommen wir von der anderen Seite zur Treppe, aber hier geht's nicht durch. Leute, dann war's das, glaube ich. Mega Gebäude. Aber wir sprechen im Auto nochmal darüber. Hier seht ihr nochmal von der anderen Seite. Das hier war das ursprüngliche Ferienhaus, was die Familie sich gebaut hat. Da stehen sogar hier, man sieht es in der Garage, noch weitere Autos. Hier. Mit Anschluss direkt an die Fabrik. Wir sind wieder im Auto. Sehr aufregende Location. Ja. Wahnsinn, was man da alles noch gesehen hat. Trotz, dass das so lange leerstehen. Ja, und so versuttelt und vergammelt und zusammengestürzt ja schon teilweise das Gebäude. Und dann wiederum kommt man in diesen Raum, wo das Verpackungsmaterial liegt. Und die Papiere, die sehen aus wie frisch. Ja, die waren total trocken auch. Also da war nichts mit Feuchtigkeit. Nee, nicht verschimmelt, gar nichts. Und die lagen ja offen überall rum. Ist ja nicht so, dass die noch verpackt waren. Ja. Wahnsinn. An den Maschinen, klar, sieht man den Verfall mit dem Rost. Auch in dieser kompletten Fabrikhalle hat so hoch der Brappel gelegen und nass. Ja, es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass oben das oberste Stockwerk schon runtergekracht ist. Ja. Also ganz sichere Sache war das nicht, aber im Endeffekt hat es sich mega gelohnt. Vor allem, als wir dann oben ankamen bei den Verpackungspapieren. Und die Förmchen, die da überall rumlagen, die waren auch richtig cool. Es war alles dabei von Ostern bis Weihnachten. Einmal alles.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Location hat euch auch so gut gefallen wie uns. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr das genauso seht. Ein Abo natürlich, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und ich denke, das war nicht unser letzter Lost Place. Auf keinen Fall. Es werden noch einige weitere Folgen. Oh ja. Yeah. Also bis dahin, viel Spaß noch. Tschüss.